erstmal aus dem Wasserkran. Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich stehe hier vorne an Deck. Die Sprayhood, die ist abgebaut. Anna hat gestern die doppelten Leinen weggenommen. Was heißt das? Wir legen ab. Aber leider noch nicht segeln. Dafür sind wir noch lange nicht bereit. Denn wir müssen erstmal aus dem Wasserkran. Und genau das werden wir heute tun. Wir sind super aufgeregt, schon seit vorgestern quasi. Wir haben gestern den Batterieeinbau beendet. Und yes, jetzt geht schon wieder weiter mit dem nächsten Projekt. Wir sind natürlich auch aufgeregt, weil wir hier aus der Box fahren müssen, weil wir das so lange nicht gemacht haben. Eigentlich ist das natürlich ein Kinderspiel und sowas machen wir in der Saison jeden Tag quasi. Aber nach so langer Zeit ohne Boot fahren, wird das auf jeden Fall auch erstmal wieder eine Challenge. Wir nehmen euch natürlich mit, also let's go zur Werft. Eigentlich wollen wir nur 3 Tage lang rauskramen, weil die Nächte, die kosten da auch ein bisschen Geld. Und da wollen wir lieber schnell wieder hierhin in den Hafen, wo wir ja sowieso zahlen. Deswegen haben wir ein bisschen Stress und ja, das Unterwasserschiff sieht wahrscheinlich katastrophal aus. Wir hoffen trotzdem, dass wir heute alles abbekommen mit dem Kercher, also die ganzen Pocken und so. Drückt uns die Daumen, wir müssen das hinbekommen, dass wir übermorgen oder spätestens in 3 Tagen wieder ins Wasser können. Es muss alles glatt laufen, irgendwie glaubt da noch keiner dran, dass wir in 3 Tagen schon wieder ins Wasser wollen. Aber wir gucken selber mal. Ihr werdet es in diesem Video erfahren, also viel Spaß. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Heute ist der Tag gekommen. Wir kranen aus dem Wasser, hier von Delhi geht an Land. Wir sind aufgeregt. wir machen jetzt mal den Motor an. Hoffentlich ist alles so, wie es soll. Wir haben ja gestern noch viel an den Batterien rumgebastelt. Ob das alles so klappt? Naja, jetzt geht es erstmal ab Richtung Kran. Wie viele Meilen ist das entfernt? 1,4. 1,4 Meilen entfernt. Das werden wir schon schaffen. Okay, ich schmeiß mal an. Wir haben übrigens schon unsere Malersachen an, also nicht Annas Hose auslachen und meine Shoes. Hey! Cooling Water? Komm! Nice! Wir waren ziemlich aufgeregt. Wir haben hier von Delhi ja jetzt schon seit fast 4 Monaten gar nicht bewegt. Wir wussten gar nicht mehr, wie das geht, wie sich das anfühlt und wie das funktioniert. Aber hast du stark abgelegt. Danke. Du hast stark die Leinen festgehalten. Danke. Und im richtigen Moment losgeschmissen. Ich würde jetzt gern so winken und sagen, tschüss Rostock. Aber leider haben wir noch viel zu tun. Leute, wir sind da. Da vorne steht unser Kran, aber keiner von diesen großen, sondern dieses Mini-Ding in der Mitte.
Aber natürlich ist er trotzdem fett. Dieter steht schon bereit, ich sehe den schon. Dieter ist ein wirklich krasser Kollege, den wir in Rostock kennengelernt haben. Und der hilft uns, seitdem wir ihn getroffen haben, mit allem. Also er hat schon bei uns in der Wachskiste gesessen und das Loch für unsere Batterien gemacht. Und ja, alles Mögliche. Also der hat wirklich alles. Ja. Und heute hilft er uns beim Streichen und so. Ja. Und natürlich auch jetzt beim Liner nehmen. Und dieser grüne Zahn, also der da, das ist unserer. Damit geht's gleich raus und dann stehen wir hier. So gesehen. Ey, ich will hier erstmal den Bock stellen. Mal gucken, ob das alles gut geht. Leute, wir sind mittendrin in unseren Arbeiten an Land. Wir haben jetzt, ja, wie ihr gesehen habt, schon den ganzen Rumpf abgekerchert. Und jetzt haben wir nochmal den Part, der über Wasser ist, mit Oxalsäure die Wasserfaske gereinigt und nochmal mit so einem Rumpfreiniger alles schön sauber gemacht, sodass das theoretisch poliert werden könnte. Und jetzt kümmern wir uns ums Unterwasserschiff. Marlene hat schon angefangen zu schleifen. Alles dank Dieters Equipment, wie man hier sieht. Und ja, so geht's voran, ne? Jetzt machen wir eine kurze Pause in der Sonne. Das Wetter ist perfekt. Ah ja, ah, nee, das erzählen wir erst beim Streichen, ne? Was denn? Woher wir diese Lollis haben. Ach so, ja. Leider gibt's ein paar Sachen, die nicht so nice sind. Hier ist das bis aufs Epoxy drunter und da auch. Also man sieht schon quasi die Glasfaser, den Glasfaser rum.
Und beim Schwert auch richtig heftig. Da hat der Werft-Mitarbeiter auch schon gesagt, oh, das sieht bitter aus, weil das da schon so aufgeplatzt ist. Das müssen wir eigentlich laminieren. Ja, genau, das müsste eigentlich laminiert werden, aber dafür muss es, glaube ich, 20 Grad sein. Es sind jetzt 16 Grad in der Sonne und ja nachts 1 Grad. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Tag 2. Heute geht's weiter mit dem Arbeiten am Rumpf. Ja, ne, wir streichen heute, oder? Es ist alles vorbereitet. Heute wird die erste Schicht gestrichen. Wir müssen gleich noch abkleben, die Wasserlinie. Und, genau, haben wir das schon erzählt, dass wir so ein paar Stellen haben, die offen sind? Haben wir die auch schon gezeigt? Ja. Dann müssen wir diese Stellen an unseren Ruderblättern und am Schwert mit Glasfaser? Ja. Ja, mit laminieren. Diesen Matten laminieren und spachteln und füllen und so. Mit Epoxy. Let's go. Wir haben jetzt gerade noch hier oben gefrühstückt, sind heute Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden und aus unserer Unterkunft in Gelsdorf gekommen. Das ist ungefähr 2 Kilometer entfernt. Wir dürfen ja hier nicht auf dem Boot pennen, falls ihr schon mitbekommen habt, weil das hier zur Thamsenwerft gehört. Und die haben so einen richtigen Pförtner vorne mit so einem Pförtnerhaus und da werden jeden Tag die Namen aufgeschrieben. Wer aufs Gelände gegangen ist und wer nicht, also... Wer nicht, wird auch aufgeschrieben. Das sind aber viele. Wer aufs Gelände gegangen ist und wer nicht wiederkommt. Ja, okay. Und gestern haben wir uns noch Primer bestellt. Das kommt auf ein paar Stellen drauf, weil da sind wir auch blank auf dem weißen... Ja, gestern haben wir uns darum gekümmert, dass wir eine Opferanode bekommen, dass wir Primer bekommen und haben uns diese Glasfasermatten gekauft und was dazugehört, Hertha und sowas. Das geht das weiter. Jetzt haben wir gerade auch schön hier gefrühstückt. Das hast du gerade schon gesagt. Ach so. Anna startet jetzt mit. Was machst du überhaupt? Die Wasserlinie nochmal sauber. Weil da ist ja so viel Blau übergedeckt. Ah. Ja, sie macht jetzt nochmal das Anti-Fouling, das alte. Das geht immer nach oben auf den weißen Rumpf. Ja, und das macht sie jetzt nochmal richtig akkurat, weil gleich kleben wir das über. Ja, und dann fangen wir an zu streichen. Ich glaube, du klebst, ne? Ja, würde ich sagen, weil das ist ja eher meine Höhe. Ja, genau, das Schiff ist nämlich relativ hoch. Beim letzten Mal, als wir aus dem Wasser waren, vor 2 Jahren, guckt nicht die Videos dazu an, wagt es nicht, da war das Schiff voll niedrig, also wir mussten richtig darunter kriechen. Und jetzt ist es mega schön aufgebockt, also man kann in guter Höhe arbeiten. Deswegen macht Anna jetzt klebt die Wasserlinie ab, macht sie vorher sauber mit Radierschwamm. Und ich habe einen Tipp bekommen von Marc Lohmann, der ist, glaube ich, Malermeister oder so aus Kloppenburg. Der hat uns eine E-Mail geschrieben mit ganz vielen Tipps zum Streichen. Und der hat uns auch mega viele Sachen geschickt. Aber erstmal jetzt den Tipp. Mit fettiger Creme. Ich habe jetzt einfach Vaseline genommen. Er meinte mit fettiger Handcreme oder so. Alles einschmieren an freier Haut, was es gibt. Da es mega kalt ist, 7 Grad, brauche ich nur mein Gesicht einschmieren, weil ich eh dicke Sachen an habe. Und dann hält die Farbe nicht so gut auf der Haut. Da muss man nämlich keine Nitroverdünnung oder so später benutzen, um sein Gesicht zu reinigen. Yes. Ein schöner Hautglanz mit Vaseline. Anna, willst du auch? Ich gebe eine Runde aus. Dann zeig mal die Sachen, die uns Marc Lohmann geschickt hat. Der kommt aus Kloppenburg, hat da einen Malerbetrieb und meinte einfach so eine Woche, bevor wir rausgekrannt sind, ey Mädels, wann krannt ihr endlich raus? Braucht ihr irgendwas zum Streichen? Und ja, da hatten wir eine große Liste. Alles zweimal, weil wir jetzt 2 sind. Masken, Anzüge. Gutes Klebetape und auch von allem sehr viel, also sehr großzügig. Rollen. Poliertücher, glaube ich. Rollenhalter. 80er Schleifpapier, eine Menge davon. Pinsel, noch so Abschaber und Nervennahrung, das ist natürlich das Wichtigste. Hey, Grüße gehen raus, danke. Danke dir dafür, das war super hilfreich. Wir hätten sie sonst alles irgendwie im Baumarkt besorgen müssen. Yes. Okay. So, und jetzt geht's an die Arbeit. Krass. Das ist einfach hier oben komplett so Öl. Und unten ist die Farbe, ich muss das richtig gut haben. Das stand ja auch schon lange bei uns rum, ne? Immer mal lange.
da kommt's. Alter, was? Guck mal, stückig. Mantis, why won't you wake up? Der richtige Bördler. So. Ich bin gerade beim Primer streichen. Hier unten. Da wartet kleine Irmchen. Und Anna streicht schon Antifouling hinterher. Schön der zweite Anstrich an manchen Stellen. Aber an manchen Stellen wollten wir halt Primer machen. Da haben wir eine kleine Dose. Primocon von International oder so. Yes. Und hinterher kommt dann extra EU von International drauf. Und Dieter macht... Dieter, wie nennt sich das, was du da machst? Glasfaser arbeiten wir. Wir flicken einfach ein bisschen die Löcher, dass wir das ein bisschen dicht kriegen, was wir da ausgefüllt haben. Mhm. Die Grundberührung von euch. Upsi. Ja, das muss ich, da muss ich noch auf der anderen Seite was drauf klatschen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, der arbeitet aber unsauber. Ach, die Leute, die haben immer irgendwelche Ratschläge, egal ja? Was man macht. Ja. Aber das meinen die auch nur nett. Nur nett, ja, ich weiß. Kann man zu euch, kann man doch gar nicht unnett sein. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Danke, Dieter. Und hier ist auch schon ein bisschen Matte drauf. Da unten. Das wird gleich noch abgeschliffen. Und hier. Ja, und dann sieht das auch erstmal wieder alles gut aus. Und dann folgen einfach noch ein paar Anstriche. Wir hoffen, unsere neue Farbe ist noch nicht da. Bisher haben wir nur diesen Eimer. Was? War das jetzt für Opa Heiko? Nee, für YouTube. Einen Moment. Wir haben nämlich nur noch einen Eimer Farbe und der ist jetzt fast leer. Und wir haben noch drei neue Eimer bestellt. Und ja, die müssen halt jetzt heute kommen oder so. Davon werden wir bestimmt nicht alle benutzen, aber einen dritten Anstrich wollen wir auf jeden Fall machen, wenn nicht sogar einen vierten an manchen Stellen. Ja, das ist... Wie lange muss der Primer trocknen? Keine Ahnung. Wirkt auch schon voll trocken, oder? Steht drauf. Ja, ich sehe da, ich lese da nichts. Also da steht... Ich kann nicht lesen.
Morgen, liebe Leute. Tag 3 am Boot. Wir sind seit vorgestern aus dem Wasser. Unsere Farbe ist endlich angekommen. Wir hatten nämlich mehrere Töpfe bestellt und konnten gestern deshalb nicht weiter streichen. Deshalb sieht es hier noch so ein bisschen gefleckt aus. Ist aber auch nicht so schlimm, dann konnte der Primer vernünftig einziehen. Heute wird ordentlich Anti-Fouling gestrichen. Und wir werden mit dem Polieren anfangen. Nice! Let's go! Was haben wir so für Wetterbedingungen? Es sieht wunderschön aus, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Eigentlich sieht man da hinten Land. Es ist übertrieben nebelig. Die Luft ist halt richtig feucht, was eigentlich total ungünstig ist für uns. Aber was sollen wir machen, ne? Wir nehmen das Wetter so, wie es kommt, für oder? Für uns ist das nicht ungünstig. Ja, okay. Nur für die Farbe. Für die und Farbe. Es sind 2 Grad. Oh, was aber machen? Auch das geht klar. Ja. Und jetzt kommt da noch ein bisschen Spachtel rauf und dann wird das nochmal übergeschliffen und dann kommt da Primer rauf und dann kommt da krass. Anti-Fouling drauf. Dann sieht es aus wie ein neues. Geil. Anna, was machst du? Wir haben jetzt die Seite poliert und jetzt trage ich nochmal Wachs auf, flüssigen Hartwachs, damit das vor dem UV-Licht und so weiter geschützt ist. Mhm. Und ja. Es glänzt auf jeden Fall. Funktioniert. Dafür ist es auch eine krasse Einbildung und morgen sieht es gar nicht mehr so aus, aber ja, hier ist jetzt die stumpfeste Stelle wegen den Fendern. Das haben wir nicht so richtig rausbekommen. Hier sind so kleine Mikrokratzer. Aber vorne ist es richtig glatt. Hier so. Nice. Also bist du ganz zufrieden? Ja. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht. Das ist die polierte und gewachste Seite. Und die ist so ein bisschen poliert. Pitelpalle haben wir da gemacht. Noch nicht fertig. Sieht man den Unterschied? Sieht auf jeden Fall gut aus. Wie ein neues Schiff. So, liebe Leute. Tag 3, zweite Übernachtung. Ist zu Ende. Unterwasseranstrich ist fertig. 3 Anstriche. Außer an manchen Stellen, wo noch Epoxid ist, da sind nur 1 oder 2 Anstriche. Aber das ist eigentlich fertig. Wie sieht es über Wasser aus? Eine Seite ist komplett fertig poliert und gewachst, die andere ist poliert, aber naja, semi-professionell. Ja. Und die müssen wir morgen noch wachsen. Dann müssen wir morgen noch unsere Opfernode anbringen. Oh ja, die kommt hoffentlich noch an per Post. Die Stellen mit Epoxid und so doppelt und dreifach nochmal nachstreichen. Erst mit Primer und dann mit den Anti-Fouling-Schichten. Yes. Jetzt ist es kurz vor 16 Uhr. Die Werft schließt leider immer um 16 Uhr, deswegen haben wir dann Feierabend. Aber ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir sind einfach tot. Anna hat einfach seit gestern Nachmittag oder so, hängt sie nur noch so. Und viele von euch wissen wahrscheinlich, wie anstrengend Polieren ist. Also mit Druck ausüben und so einer kleinen Maschine. Krass, also wirklich. Da hatte ich es auf jeden Fall einfacher mit Streichen und das so. Das sieht doch aus. Yes. Glaub, ja, jetzt geht's nach Hause. Also jetzt geht's in unsere Unterkunft. Bis morgen. Was möchtest du denn gerne wissen von mir? Ich möchte wissen, wie dein Tag war. Du möchtest wissen, wie mein Tag war? Ja. Liegen meine Haare? Ja, sieht super gut aus. Mein Tag war wunderschön, wie immer, mit euch beiden. Du weißt, die Zeit vergeht und schnell ist nichts getan. Ja, wir haben heute hier ein bisschen rumgepinselt. Und ganz besonders fleißig war heute Anna. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Ja, hast du es auch festgestellt? Ihr habt in der Zeit, wo ich... Ich habe die ganze Zeit nur Kaffee gekocht und ein bisschen am Holz rumgefummelt und zum Schluss einen Anstrich drauf gemacht. Ja, aber ist doch schön. Nein, war schön heute. Wie die letzten, jetzt insgesamt 3 Tage. Also bist du zufrieden, wenn das dein Spiel ist? Ja, natürlich. Total äußerst. Richtig gut. Das ist mit 3 Mann dran zu werkeln, ist ja doch ein bisschen besser. Ich muss es immer alleine machen. Ist auch spaßiger, ne? Ja. Es macht mehr Spaß. Ja, vor allem mit uns, ne? Ja, und vor allen Dingen mit euch, ja, das stimmt. Und mit Irmchen. Ja. Mit Irmchen, ja, guck, Irmchen springt gleich ins Wasser. Wir sind nämlich eigentlich zu viert. Ja. Eigentlich sind wir zu viert, ja. Okay, bis morgen dann. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Bis morgen. Leute, Tag 3. Wir machen noch die restlichen kleinen Arbeiten. Was und morgen scheiß, geht's oder? Dann ins Wasser. Das sind noch 2 kaputte Stellen gewesen. Da ist jetzt das Epoxidharz getrocknet und jetzt kommt da Primer drauf. Später dann Anti-Fouling. Und sonst sind wir komplett fertig, würde ich sagen. Da fällt dir noch irgendwas ein. Anna hat heute noch gewachst.
Hier unten, das haben wir neu laminiert. Also Dieter hat das gemacht. Dieter lag da hinten rum. mit Glasfaser? Heißt das Glasfaser? Ich habe das schon längst erzählt gestern. Also naja, Marlene hat das alles schon erzählt anscheinend. Was hast du denn heute gemacht? Ich habe heute diese Seite gewachst. Damn. Und Kaffee getrunken. Und Kaffee getrunken. Na hör mal. Das darfst du nicht erzählen. Marlene muss jetzt gleich erstmal was essen. Ey Marlene! Hey. Du musst jetzt erstmal was essen. Ja. Leute, wir frühstücken immer wenig und wir sind ja in der Unterkunft, ist ein bisschen räudig und so, dass wir nicht an Bord schlafen können und keine Zeit fürs Essen und so. Deswegen gibt es einfach unterwegs Rote Beete Fete, das ist ein Rote Beete Riegel mit Pflaume, also ganz gesund, vegan. Yes, den ziehe ich mir jetzt rein als Frühstück und als Mittag- und Abendessen. Oh, es ist kalt, Mann, es ist so kalt, ey. Und die ganze Farbe, heute der wärmste Tag, trocknet heute, alles nicht. Heute 12 Grad. Ja, aber 5 Wind ist so vor. Kalt, ey. Aber wir sind eigentlich fertig, Mann. Ich würde sagen, wir sind fertig, oder? Ja. Aline und die anderen wollen ja bestimmt, also andere Menschen wollen ja vielleicht auch die Rote Beete-Fete probieren. Meinst du? Ja, dann gibt's mit dem Code BOATLIFE 5% Rabatt. Gönnt euch den. Schmeckt sehr gut. Anna mag den sehr, sehr gerne. Ja. Ach stimmt, Leute. Und was mir noch einfällt, wir hatten ja mal das mit der Schraube thematisiert. Das lassen wir jetzt einfach erstmal so. Ist ein 3-Blatt-Propeller, ich glaube, ein bisschen zu klein verschifft. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch den jetzt mal. Dann könnt ihr das ja mal sagen. Aber das ist so eine Riesenaufgabe, viel größer als wir gedacht haben. Dafür brauchen wir so viele Maße, die wir wissen müssen und so. Dafür haben wir jetzt keine Zeit und viel zu teuer. Also auch kein Geld über. Lassen wir erstmal so. Gucken wir in 2, 4, 6 Jahren. Yes. Das ist die Schraube. Also ihr könnt nicht ausweichen. Nee, wir nicht. Die ist so groß. Und hier haben wir eine neue Anode noch. Die war ja fast weg. Komplett neu, 1 Kilo. Nice. Das ist zu wenig, aber... Was machst gucken. Du denn? Ja, ach so, Mathe. Ja, weil ich muss das drauf modellieren, weil das ist... Dieter macht da jetzt noch die letzten Stellen, die wir heute noch entdeckt haben, mit Epoxidharz und so. Mit Hand modelliert. Ja. Dieter gibt alles. Das so. Wird dann noch morgen drüber geschliffen. Erstmal noch an geschliffen, ja. Yes. Und hier bekommen wir gerade Nachbarn. Nice. Hallo. Dieter, ich gebe dir das gleich an. Mach mir hier so einen Turnfahrer. Nachher fällst du von der Leiter. Das sieht gut aus hier. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist Tag 5 an Land. Wir sitzen hier jetzt gerade noch am Kai, neben dem Kran und neben Hifandeli vor Dieters Wagen, trinken Kaffee und warten darauf, dass die Werftmitarbeiter ihre Mittagspause beenden, damit wir ins Wasser kran können. Ja, Dieter, worauf freust du dich gleich am meisten? Am meisten freue ich mich darauf, dass ich heute Morgen nicht mehr so viel sehen brauche. Oh. Nein, am meisten freue ich schwimmt und gleich mich darauf, ja, dass das alles so jetzt wirklich hübsch geworden ist und dass es auch vom Weiten gut aussieht. Also das heißt nicht nur vom Dichten, das haben wir jetzt, sind ja noch nicht ganz fertig, aber ich freue mich darauf, dass ihr euer Ziel erreicht habt, innerhalb von einer Woche das Boot wieder seeklar und seetüchtig zu machen. Ja, nur mit deiner Hilfe. Ja, ich habe ein bisschen geholfen, Pinsel gehalten und so ein bisschen. Ja, du meintest, es gibt noch Sachen zu tun, was denn? Naja, so ein bisschen, der Heckspiegel muss noch gemacht werden. Die Holzarbeiten, da sind wir ja noch bei, dass es auch wieder hübsch aussieht. Und die Außendusche muss noch leckfrei werden. Nein, ansonsten sind nur noch Kleinigkeiten. Und okay. Das drinnen, was ihr da geleistet habt an Elektroarbeiten, also Hut ab. Die beiden neuen Batterien angeschlossen, dass da richtig Kraft rauskommt.
Und gleich im Kran müssen wir noch das Schwert zu Ende streichen, weil das ist jetzt ja noch eingeklappt und im Kran können wir es rauslassen und dann streichen wir es noch darüber. Tauschen dann noch den Schwertaufholer aus und die Stellen, die jetzt, wo die Böcke drauf waren, die sind auch noch nicht gestrichen, da müssen wir noch. Ja, die Auflagen. Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Dürfen wir nicht vergessen, ne? Die kommen noch einen Primer rauf teilweise, ne? Dann ja? Noch, ja, ja, und dann zwei Schläge müssen mindestens. Ja, auf. Aber wenn du Primer rauf machst, dann hält ja der Anti-Fouling nicht mehr. Doch. Ach so, wenn du es jetzt ganz frisch machst, ja. Ich dachte nur Anti-Fouling. Ja, dann machen wir da zweimal. Aber zweimal wenigstens, dass wir einmal rundherum gehen, dass du anfängst. Ja. Nicht alles auf einmal machen, sondern lass es ruhig einen machen. Dann dauert es ja länger. Und dann bist du wieder da, wenn es schon halbwegs angetrocknet ist. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Tau. Ja. Okay, vielen Dank fürs Interview. Könnt ihr bitte kurz so bleiben? Okay. Oder was ist das Problem? Richtig cool. Wir hängen jetzt im Kran und durften das Schwert nach unten machen und die kommen einfach erst in einer Stunde wieder. Das heißt, wir haben jetzt noch richtig schön Zeit, alles frisch zu machen am Schwert, weil das kriegt ja immer zu wenig Pflege. Schon alle Jahre lang. Deswegen haben wir jetzt richtig Zeit, können sogar Primer anschleifen und Anti-Fouling machen. Das trocknet bei dem guten Wetter auch. Let's go on die Arbeit. Evandeli schwimmt wieder. Es ist so crazy. 5 Tage sind vorbei, 5 fleißige Tage. Ja, krass. Wir haben echt durchgepowert. Sie schwimmt jetzt wieder. Wir freuen uns, wieder zu Hause einziehen zu können. Haben wir richtig vermisst. Jetzt zu wissen, dass sie fresh ist untenrum. Ja, wir sind gleich gespannt. Wir motoren ja gleich wieder zurück zu unserem Hafen. Bleiben noch ein paar Tage. Und wir sind gespannt, wie sich das anfühlt, ob wir schneller sind. Sie wird nur so durchs Wasser. Ja, Mann, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell da sind. Ist ja auch schade. Ja, nice. Wir sind stolz auf uns, dass wir es so schnell gemacht haben. Danke an dieser Stelle an Dieter, denn Dieter hat uns wirklich... Yes. Ohne ihn wäre es nicht möglich krank gewesen. Unterstützt. Verabschieden. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, euch hat unsere Woche an Land gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wisst jetzt endlich, wie unser Unterwasserschiff von unten aussieht, denn das war ja oft die Frage. Und... wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, ein Abo ja sowieso und einen Kommentar. Bis nächste Woche, da sind wir nämlich schon unterwegs. Bis dann.